Granit fehlt uns tatsächlich dann auch bald wieder. Das sollte ja eigentlich nicht das Problem sein. Ne? So, ich stelle jetzt mal hier auch noch ein Sägewerk hin. Dann haben wir jetzt zwei. Nice. Das ist sehr, sehr gut. Okay, so ist die Frage, was rufen wir als nächstes Ziel aus? Also theoretisch könnten wir einfach schon wieder in eine Höhle gehen. Wir hatten noch eine, ja, ne? Also doch von daher. Eine hatten wir noch, ja, aber dazu müssen wir uns jetzt erstmal wieder neue Werkzeuge machen. Ich mach mal hier, ich schmeiß mal die Maschine an und mach mal Stäbe daraus. Wir können doch auch eigentlich den Kollegen hier sagen, die sollen irgendwas für uns sammeln, oder? Ja. Eigentlich haben die das, stimmt, wir müssen die mal anquatschen. Geh mal auf über Job reden, da kann man das sammeln. Dorf, ja, ich mach. Oh, okay. Ja. Kurze Intervention hier. Hilf dem Dorf, was soll er denn machen? Granit brauchen wir, ne? Dann soll ich ihm mal. Achso. Ja. Ja. Verarbeite Stein, ne? Hm. Tja. Können die alle dasselbe oder? Die können alle dasselbe, ja. Also du kannst denen sagen quasi, dass die alle sammeln sollen. Du kannst einigen auch sagen, dass sie vielleicht Planken herstellen sollen oder so. Es ist, ja. Ah, cool. Mal die Felder ernten. Diese gackernden Hühner, ey. Es wäre wirklich cool, wenn man mit Shift Sachen ins Inventar switchen könnte. Mhm. Aber ich glaube, auch da ist man verwöhnt, leider. Ja, aber ich merke schon, also es gibt hier auf jeden Fall noch, ist noch so ein paar Quality of Life Sachen, die hier noch so ein bisschen so. Ja, genau, das stimmt. Da fehlt, glaube ich, da wirklich einfach das Feedback und die Entwicklungszeit vielleicht. Auch definitiv mehr Tänze hier. Ich nicht. Mir sind die egal. Ich weiß gar nicht, auch gerade gar nicht, wie man Emotes auslöst. Mit B für ja, Emote. Heftiger Atze. Vielen Dank, ey. Diese komischen rollenden Steindinger, der hat mir gerade einfach mehrere Steine hier gekommen. Oh. Kann ich schon mal schön das Granit aufsammeln? Jetzt ja, diese rollenden Steindinger brauchst du am besten Schild für, ne? Wenn du, hast du bestimmt schon mitbekommen, ja. Die kann man damit blocken. Wir können ja bald ein neues Upgrade machen. Schon wieder? Ja. Naja, es ist ja nur das Knochenwurzelholz, was wir da. Ja, die Stäbe. Mal. Ich mach mal. Ja, aber die Stäbe brauchen wir für Werkzeug. Na, dann hebe ich dir auf. Naja, wir haben jetzt, warte. Oh, hey, mit die große Truhe haben wir jetzt. Geil. Okay, die Wurzelstäbe kann man nicht auf 50 machen. Bei denen ist 30 das Stack Limit. Ja, für die große Truhe braucht man Knochenwurzeln. Natürlich. Machen wir mal. Was machst du? Das Dorf abbrechen. Achso. Eine Truhe.
Okay. Würde ich sagen. Ja. Oh. Wo? Hier ist ein. Ich folge mal dem Licht. Geh nicht ins Licht. Lama, oder? Ja. Ist gerade an mir vorbei gedüst. Aber wo führt es mich denn ganz hin? Das ist eine Falle. Ja, bestimmt. Ah, da ist eins. Was hast du zu bieten? Oh, ein Schwert. Schwert ist immer nice. So ein kaputtes Schwert. Wow. Ganz viel Mehl. So, habt ihr alle drei von diesen grünen Ausrüstungsdingern? Also von den Glücksbringern? Ne, ich habe zwei. Ne? Ich habe zwei grüne. Dann mache ich uns mal noch den dritten auch noch grün. Mhm. Nicht, dass wir gerade am Limit wären, aber. Schadet ja nicht. Mental schon, aber. Naja. Hä? Okay. Warst du nicht gerade hier oben? Hm, warte, 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 warte. So, du bist da unten. Ja, warte, Hannes. Einmal für Hannes. Dankeschön. Oh. Und da ist Linz. Da. Vielen Dank. Ich weiß, ehrlich gesagt, habe ich, glaube ich, gar nicht mehr Herzen bekommen oder sehe ich das nur nicht? Also ich habe eins mehr bekommen. Ach stimmt. Ja, eins sind jetzt neun. Ja, okay. Immerhin. Kann man sich nicht beschweren. Ne? Wir haben eben gesagt, ein paar Quality of Life Sachen fehlen noch. Also ich finde, die hätten noch ein paar mehr Wölfe reinmachen können. Also ja, ja. Da fange jetzt mir noch ein bisschen dran. Wölfe und Spinnen sind ein bisschen knapp, ja. Knochenwurzeln ist das, was immer fehlt irgendwie. Das finde ich halt nicht so gut gebalanced. Weißt du, wir haben jetzt hier 300 Marmor an der Kiste, aber keine Knochenwurzel mehr gleich so ungefähr. Wo ich meine, wir könnten natürlich das Dorf noch aufwerten. Das wäre vielleicht. Deswegen. Dann machen wir nochmal ein paar Stäbe. Lohnen sich eigentlich die besseren Schwerter? Ja. Weil irgendwie haben wir es. Okay. Die haben mehr Haltbarkeit. Okay, das reicht mir. So, ich habe mal Knochenwurzelstäbe hergestellt und die Platten müssten ja auch gleich mal fertig sein, wa? Ich hatte 8 rausgenommen und hier reingelegt in die Steinkiste. Ja, gut. Oma. Ich glaube, ich hatte tatsächlich 30 in Auftrag gegeben. Ja, da kommen noch ein paar. Gut. Und dann würde ich sagen, können wir mal das Dorf updaten. Dorf aufwerten. Achtung. Riesige Lodge. Wow. Lodge. Lodge. Ja, cool. Oh, jetzt habe ich Marmortafeln, aber keine Kiste mehr. Alle? Jemand tanzt. Also ich denke mal so 2 Äxte, 2 Spitzhacken sind schon... denke ich ausreichend für die Höhle. Kann man machen. Hatten wir jetzt eigentlich irgendwo schon so eine mittelgroße Kiste? Nee, ich baue jetzt nochmal 2 normale, weil Holz sparen und wir können dann ja irgendwann ein neues Haus bauen, vielleicht wo wir größere reinstellen. Ja. Noch so viel Gedöns irgendwie. Wohin damit?
Ja, ich, wie gesagt, ich habe hier ein paar neue Kisten hingestellt, obwohl da wollte ich jetzt Holz und Stein reinpacken. Hier oben? Ja, also einfach als zweite Kiste quasi, weil ich habe ja noch hier, genau, die Marmortafeln hatte ich auch noch welche. Die passten nicht mehr. Die passten nicht mehr, ne. Also Linz, du hast zwei Spitzhacken hier gemacht, sagst du. Ich habe zwei Äxte, zwei Spitzhacken. Ja, ich habe jetzt zwar nur eine Spitzhacke, aber Marmor fehlt uns ja eh nicht. Ja. Ich habe jetzt zwei Äxte, falls wir genug Knochenwurzeln finden. Oh, wer hat denn hier das Klo gebaut, hä? Ja. Das schreit nach Hannes. Ich ja. Wollt mal ein bisschen reinscheißen. Ja. Ist hier denn jemand, der reinscheißt? Ja. Oh Gott. Klassiker. Klassiker. Oh Gott, wie viele Betten stehen denn hier? Nice. Ja, ich habe auch noch eins dazu geprügelt. Achso, ja, ich habe hier ein paar erstmal auf Vorrat gebaut. Ja. Schadet nicht. Ich glaube, wir können uns sogar ein Bett teilen. Oh. Also ja, aber dann würde ich sagen, ziehen wir den Turm. Ja, das ginge auch. Dann haben wir am besten Ausblick auf das niedere Volk, dass wir uns die Aufgaben erledigt. Ja, ich meine, so als Bürgermeister sollte man schon ein bisschen über dem Fußvolk wohnen, ne? Finde ich angemessen. So, ich öffne mal mein Getränk. Ich habe hier mal wieder so ein Influencer-Getränk gefunden. Hashtag keine Werbung. Wisst ihr, wer Paul Berger ist? Wer bitte was? Nein. Ich habe noch nie von Paul Berger gehört, aber beim Netto gab es Paul Berger Erfrischungsgetränke. Warte, das muss ich jetzt googeln. Aber wie gesagt, keine Werbung, weil ich weiß nicht mal, wer die Person ist. Paul Berger Limo. Ich habe keine Ahnung, wer Paul Berger ist. Ich habe keine Ahnung. Also jetzt selbst, wenn ich ihn sehe, ich weiß nicht, wer das ist. Ich auch nicht. Aber es ist erschreckend nicht süß. Also eigentlich ganz gut sogar. Ich hätte das gedacht, es kommt so eine Zuckerbombe, aber es schmeckt eigentlich ganz, tatsächlich ganz okay. Er macht anscheinend Minecraft. Irgendwie. Ah genau, ja. Das hab ich gerade auch. Falsches Spiel, ich da, ne? Gut. Das gleiche. Sollen wir mal wieder in die Höhle gehen? Ja, gerne. Ja, diesmal können wir wieder dem Weg folgen, ne? Das, der führt da relativ dicht dran vorbei. Ja, genau. Das Gefühl, es geht immer, also das Ziel ist immer die nächste Höhle. Soll das erst werden, wenn es noch höhere Tiers gibt? Deswegen, ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Ja. Also ich weiß auf jeden Fall, wir müssen tatsächlich auch in die Schnee- und Wüstenbiome. Wüstenbiome habe ich jetzt noch gar keins gefunden hier. Doch, ich bin an einem vorbeigekommen. Als ach echt? Ja, das ist gut zu wissen, wenn da eins ist, weil wir brauchen auf jeden Fall von den Mobs, die in der Wüste und in der Kälte sind, nämlich auch den Loot. Vielleicht machen wir das danach mal. Gehen wir einfach mal in so ein Biom rein. Ich stelle mir gerade so vor, wie das so später so komplett eskaliert. Man denkt sich jetzt so, ja gut, ne? Komm, spielst du noch zwei Stunden, bist du durch hier und irgendwann eskaliert es komplett. Oh, ein Besucher. Ach, wollte ich sagen. Hallo Ducky Mille, du bist in der Aufnahme. Aber man hört sie nicht, doch jetzt. Mille. Fuck, warte. Ich wollte einfach nur warten, wie gehen hier am Handy die Emotes? Nein, nicht das, fuck. Mann, ich wollte hier einfach nur eine Ente reinsenden und wieder gehen. Was soll denn die Scheiße? Quark. Wie viel dazu? Quark. Nee, also, du hast noch Zeit, das ist noch nicht unangenehm. Nee, es ist nicht unangenehm. Das ist doch alles easy. Versuch noch ein bisschen weiter, noch geht's. Okay, Quark, Quark. Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das hier geht. Es ist schrecklich. Naja, egal, tschüss. Tschüss. Warte, jetzt. So. Aha, da haben wir sie. So, wo war denn die Höhle? Ach, da hinten. Die dagige Denkente. Die ist cold. Cold. Mir ist die ganze Zeit kalt. Ja. Hier geht's wieder. Oh nee, jetzt regnet es auch noch. Das ist doch bestimmt auch wieder scheiße, oder? Ja, auch dann ist einem kalt. Aber warum? Zum Glück gehen wir in die Höhle. Habe ich gerade extra Herzen? Gibt's sowas? Für bestimmtes Essen. Okay. Apropos Essen.